Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dune. Ja, wie wir sehen, ist hier schon alles in Siege umgewandelt. Das freut mich natürlich. Und ich guck mal, ob wir hier noch weiter spionieren können. Und dann, nee, ist ausspioniert. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist übertriebenerweise, ich schicke nur drei Truppen los, hier unten mal das Siege noch holen. Also die Jungs da, die haben ja wirklich Dampf ohne Ende. Und da reichen also definitiv drei, um da dem Hakonnentreiben ein Ende zu bereiten. Zack, zack, zack. Und wir fliegen hier hin. Ach so, ja, die haben jetzt natürlich noch nichts gerissen. Die sind weiter am Wandern. Tja, hier kann man nicht spionieren, gehen gar nichts. Ich guck mal eben. Ach, man kann auch ganz gut sehen, wenn man sich den Globus anguckt und die Ergebnisse vergleicht. Das ist mir auch mal aufgefallen. Da kann man gucken, wo denn sich noch Hakonnen verstecken. Und da, das wird wohl das Einzugsgebiet vom Palast sein und das wird der andere Siege sein. Und hier ist in der Tat Niemandsland. Hier ist noch was. Was ist das denn? Ich schicke mal einen von denen rüber. Ja, super, habt ihr das gemacht. Vielleicht kann er von hier noch spionieren gehen, aber ich vermute mal nicht. So, da gibt es noch einen Sandkriecher. Ist auch nicht schlecht. Und da ist eine Vision. Ja. Das war klar. Keine Spionage möglich. Hagatuek hier unten ist unser. Fliegen wir hin. Ist klar, wir haben die direkt aus dem Loch rausgebombt. Ne, das mit den Truppen ist halt überhaupt kein Wunder. Aber höchstwahrscheinlich ist es noch irgendwo ein Siege oder was weiß ich, was sich da versteckt. Das habe ich ja schon ein paar Mal vorgelesen. Also folgt mir. Genau, Befehle an Trupps geben. Gucken wir mal, ob wir von hier. Okay, komm, die machen wir mal zu Mili. Ups. Wer der Armee-Spezialist? Okay, Truppenaufgabe ändern. Kann auch keine Spionage möglich. Dann löschen. Kriegt ihr ein bisschen Grundausstattung. Das habe ich übrigens vorhin bei den anderen vergessen. Hier kriegt man eine Pistole. Truppe wegen. Ab in Gurney's Bootcamp. Aber Gurney's Bootcamp. Also die Dienstleistung, die werden wir wohl nicht mehr so gebrauchen. Ja, ihr drei macht da weiter. Solange bleibt hier alles, wie es ist. Und wir fliegen mal zurück zum Palast. Ich will mal den Gurney interviewen. Nicht Gurney, ach, wie heißt er denn? Hier unseren Berater. Ach, ich bin ja im Vor drin. Verdammt. Tufir Havard. Wann wir denn mal zum großen Streich ausholen können. Weil uns scheint ja wirklich der ganze Planet mittlerweile zu gehören.
Da bin ich mal gespannt. Weil sind wir für den letzten Angriff bereit? Danke für die Info. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, man kriegt hier ein bisschen mehr Info. Es gibt keine Es gibt keine Forts der Harkonnens mehr auf dem Wüstenplaneten. Der Arrakeen-Palast ist der einzige Ort der Harkonnens, der noch übrig ist. Ich glaube, wir brauchen Tufi Hubbards Hilfe, um den Palast angreifen zu können. Ja, du hast ja gerade gesehen, was er gesagt hat. Wir sollten Tufir bitten, mit uns an einen der Orte in der Nähe des Palastes zu kommen. Meinst du nicht auch? Ja. Yep. Reden wir nochmal mit Tufir. Komm mit mir. Los gehen wir. Wer bleibt da? Dann gehen wir zu einem Siege in der Nähe des Palastes von Arrakeen. Ja. Guck mal, da haben wir... Okay, Chani bleibt da. Ist klar, wir fliegen natürlich den nächstgelegenen an. Das wäre hier Mist, hier sind sie überall am Spice abbauen. Ja, wir fliegen nach nee, wenn, dann machen wir es richtig. Wenn, dann machen wir es richtig. Wir fliegen hier hin. Arrakeen Tabre. Liegen richtig nah ran. Dann müssen wir halt unsere Spice-Kumpels gleich da abziehen. Wenn wir damit unsere Truppen hochschicken. Sprung zum Ziel. Reingehen. So, sprechen wir mit Tufir. Oh, ich bin ja auch gespannt jetzt. Dies ist ein guter Ort, um sich auf den letzten Angriff vorzubereiten. Ich möchte eine Weile hier bleiben. Gut, Tufir Hawat. Bleib hier. Gut. Bevor wir irgendetwas unternehmen, sollten wir uns zunächst hier mit Jessica, Chani, Gurney und Stilgar treffen. Gut, dann mache ich mir mal... Rede ich kurz mit Stilgar. Ich bin sicher, dass Tufir der beste Mann ist, um den Angriff vorzubereiten, Job. Hier sind noch einige ungenutzte Gegenstände. Bleib hier. So, jetzt müssen wir als nächstes laden wir Chani und Mutter ein. Ich möchte die aber hier nicht so unbewacht stehen lassen. Vielleicht gibt es ja noch einen... Ich weiß nicht genau. Vielleicht, es könnte ja vielleicht noch einen Angriff geben. Würde mir ja gar nicht schmecken. So, ihr seid da am rumrutscheln. Ja, habe ich natürlich gesehen. Moment mal eben. Ach ne, Arrakeen Tabre. Okay. Ziel ändern. Arrakeen Tabre. Ausrüstung, habt ihr noch alles? Ja, fertig. Truppe wegen. Arrakeen Tabre. Truppe wegen. Arrakeen Tabre. Truppe wegen. Arrakeen Tabre. So, jetzt haben wir die schon mal leer gefegt hier.
Und ihn hier. Trupp bewegen. Euch brauchen wir da erstmal nicht. Geht mal nach. Hagerhag. Ja, ist ein schönes Abbaugebiet. Die Jungs hier unten sind noch nicht fertig. Nein. Macht aber auch nichts. Wir fliegen jetzt erstmal zurück zum Palast. Und sammeln da erstmal Chani und Moody ein. So, Sprung zum Ziel. Jo, Leute, und wie wir das machen und weitere Vorbereitungen für den letzten Angriff und die finale Folge von Let's Play Dune, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.